Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da. Was geht ab, Freunde des Internets? Willkommen zu diesem neuen Video. Es ist wahr, Finn Kliman, unser Heimwerkerkönig, der bringt sein erstes eigenes Album raus. Ein weiterer YouTuber, der jetzt auch noch Musik macht. Kann das gut gehen? Kann das gut sein? Die Antwort ist ja. Finn hat sich über 2 Jahre Zeit genommen, um sein Baby fertig zu bekommen. Und er hat sich tatsächlich auch ganz bewusst gegen einen Major Deal entschieden. Die Platte ist tatsächlich nur mit einem winzigen Team entstanden und sie bringen die Musik sogar selbst noch raus. Dafür hat der Herr Kliman übrigens sein eigenes Musiklabel gegründet und er ist auf eine komplett verrückte Idee gekommen. Sowohl die CD als auch die Platte und die Box wird es nicht im Einzelhandel geben. Ihr könnt die nur bekommen, wenn ihr sie vorbestellt. Das Ganze sieht nämlich so aus, dass diese Vorbestellungen erstmal gesammelt werden. Diese Bestellungen werden dann zusammen abgegeben und diese werden dann einmal produziert. Und dann nie wieder. Und nie wieder passt tatsächlich auch ganz gut zu seinem Album, denn dieses nennt sich Nie. Diese Platte wird quasi vorbestellt und ihr müsst die schon bezahlen, damit wir Geld haben, um sie zu produzieren. Deswegen ist das so aufgebaut. Das ist ein bisschen wie Crowdfunding. Ich schwöre euch, dass ihr die Haptik etc. von diesem Produkt letztlich, was ihr bekommt, dieses physische Produkt, die werdet ihr lieben, weil wir all diesen Mehrgewinn, den wir haben, weil es kein Label gibt, also keine Menschen dazwischen, die noch irgendwas verdienen, wieder in das Produkt investieren. Das heißt, die Box wird zum ersten Mal nicht scheiße und voller Billigmüll. Und auch die erste Single-Auskopplung aus seinem Album ist nun erschienen und diese nennt sich Morgen. Ah, guten Morgen, ich stehe jetzt auf. Ich meine über den Ding meine Sorgen. Lass ich im Traum schlafe nicht auf, steh dann ohne sie auf diesem Morgen. Kann man vertrauen, auch wenn man's abends nicht glaubt. Mama sagt auch, wenn man Augen mal schließt, geht die Sonne noch auf. Für Finn Kliman ist sein Album Nie ein ganz besonderes und auch emotional besonderes Stück geworden, weil er eben sehr viele private Momente in seinen Texten mit verbaut hat. Auf seiner Webseite nie-bestellen.de, wo ihr die Platte natürlich vorbestellen könnt, da gibt es tatsächlich auch schon die Songs zum Reinhören und es hört sich wirklich gut an. Und was man auch echt sagen muss, die Preise, die dort verlangt werden, die sind echt total annehmbar. Eine CD kostet zum Beispiel 12 Euro, eine Vinyl 20 und die Box 45 Euro. Wenn ihr das Album also wirklich in der Hand halten wollt, dann müsst ihr es wohl oder übel vorbestellen. Link dazu selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Für alle, die sich sagen, naja, in der Hand halten brauche ich es jetzt nicht unbedingt, solange es auf meinem Handy ist zum Hören, kein Problem, natürlich wird das Album auch online verfügbar sein. Und da habt ihr dann nicht das Problem, dass ihr vorbestellen müsst, denn diese exklusive Vorbestell-Thematik, die bezieht sich wirklich nur auf die CD, die Vinyl und die Box. Finn Kliman mit seinem Album Nie, interessantes Ding. Rauskommen soll das gute Stück übrigens voraussichtlich am 28.09.2018. Ist also gar nicht mehr so lange hin. Eure Gedanken zum Album wie immer unbedingt in die Kommentare rein. Teilt das Video gerne, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns ganz bald wieder zum nächsten Video. Bis dahin, Peace and out, euer Phil.